Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Holzhammer Polster Challenge am Freitagnachmittag. Hallo Mashira. Hallo. Du hast gerade über was von Extrapreisen geredet. Ja, ein bisschen weiter hinten. Und andere Preise. Was meinst du mit andere Preise? Mit Silage. Gras-Silage, 471. Ah, das ist jetzt, weil wir Dingens drin haben, ne? Ja. Was heißt das? Warte mal. Ach so. Ich hatte gerade nur mal aus Neugierde geguckt. Dann müsst ihr zum Viehhändler fahren. Achso, du hast schon abgeladen, oder? Nö. Dann, okay, zum Viehhändler auf alle Fälle. 471. Aha. Silage-Maisballen, das ist interessant. Klee-Silage bringt nicht so viel. Luzerne-Silage bringt mehr. Okay, dann wäre es tatsächlich besser, wenn wir die oben verkaufen, beim Paul. Weil da bekommen wir nur 400 irgendwas. Bist du jetzt schon angekommen unten? Ja, aber ich bin noch nicht beim Verkaufen. Ja, dann mach das noch weg, die Tour, und dann bringen wir die nächste einfach zu Paul hoch. Also zu Paul ist jetzt falsch, aber zum Maschinenring, ne? Oder zu BGA, glaube ich, heißt das. Mich würde mal interessieren, was Ron und Simon, was die ernten, weil die sind da unten unterwegs, ne? Ich glaube, die haben sich noch ein Feld gekauft. Das ist alles Gras, glaube ich. Ja, es ist Gras. Ich gehe mal da kurz hin. Ja. Hallo. Hallo. Hallo, lieber Werner. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Nein. Dass wir beschissen worden sind. Wie, wir sind beschissen worden? Ja, durch diesen wunderbaren Mais-Plus-Mod, der jetzt damit drauf ist. Okay. Warum? Ja, weil wir jetzt weniger für die Ballen bekommen. Weil der Ballen? Es wird jetzt unterschieden zwischen Gras-Silage, Mais-Silage, Luzernen-Silage und so weiter. Oh, das ist natürlich nicht schön. Also es betrifft euch auch. Das ist richtig, das ist gar nicht schön. Ich guck mal gerade. Ich habe mal durchkalkuliert vorher und uns fehlen auf den vollen Anhänger fast 10.000. Also 9.000 irgendwas sind's. Ja, jetzt gibt's nur noch 473 Euro. Richtig. Und wir haben mit dem Silagepreis von 500, wie viel war das? 541 gerechnet. Habt ihr schon mal geguckt, was ihr oben bei der BGA dafür kriegt? Weil da kriegt man ja... 500. Genau, 500 Standardpreis. Ja, aber ich habe nicht gewusst, dass das jetzt unterschieden wird, weil vorher war das auch nicht so. Nee, hat aber auch keiner was gesagt. Ja, richtig, genau. Die haben uns eiskalt auflaufen lassen. Das ist ein Regelverstoß. Das ist kacke. Also das ist scheiße. Na, da müssen wir den Rechtsanwalt kontaktieren, da müssen wir vorgehen dagegen. Also so, das können wir nicht gelten lassen. Das ist nicht die feine englische Art, aber ja. Boah, Silogras bringt ja gar nichts. Nee, deswegen, ne? Du musst da jetzt echt aufpassen, wie du verkaufst und wo du verkaufst. Weil früher hast du gesagt, Silage ist Silage, weißt du? Mhm. Und da musst du jetzt halt extrem aufpassen. Wer macht denn jetzt eigentlich bloß so Gras? Sind doch bloß eigentlich wir zwei, oder? Also wir vier. Ich glaube, Uwe macht noch Ackergras. Aber okay. Mehr weiß ich auch nicht. Was ist denn GPS-siliert? Ist das dann im Betonsilo, oder? Ich hab keine Ahnung, was das alles heißt. Muss ich echt mal einlesen. Weil ich habe mich nämlich vor der Aufnahme, wenn du mich daran erinnerst, habe ich den Paul gefragt, was ändert sich denn jetzt? Eigentlich nichts, hat er gesagt. Aha. Ja, das einfach nichts ist dann... Weißt du, ich gehe mal kurz zu Paul fragen. Ja, ansonsten müssen wir einen Krisenrat einbringen. Ja, ist richtig. Ich komme gleich. Oh, alles klar. Will nicht. Hallo. Hallo. Paul. Hallo. Ja. Wir waren eigentlich immer gut. Oder? Ja, und? Du hast uns beschissen. Ich habe euch beschissen, wieso? Weil ich habe dich am Anfang der Aufnahme gefragt, was ist dieses Mais Plus? Ja. Da hast du gesagt, effektiv ändert sich für uns nichts. Ja. Ja, und jetzt bekommen wir viel weniger für die Silageballen. Was? Jetzt wird nämlich unterschieden zwischen Gras-Silage, Mais-Silage, Luzernen-Silage und so weiter. Warte mal, wo? Weil wenn du den Preis hinten bei der Gras-Silage anguckst, dann ist der unter 500, der ist irgendwo bei 400 irgendwas.
Und der normale Silagepreis wäre bei 560. 540. Wo ist denn überhaupt Grasetage? Ziemlich hin. Ach da. Ja. Ja. Die 40 Euro, Alter, das schwankt ja auch. Naja, es sind schon ein paar Taler. Okay. Mimimi? Nee, nix Mimimi. Deswegen habe ich davor extra gefragt, was der verändert. Stimmt. Der macht ja dann keine normale... Nee, deswegen nicht. Also wir bekommen nicht den normalen Preis, sondern den niedrigeren Preis, den macht. Ja, wir bringen es jetzt zu BGA hoch. Was sollen wir sonst machen? Silokras, okay. Ja, sonst mal gucken, ob man die... Ich guck mir den Mais Plus Mod mal an, ob man das aufs Gleiche setzen kann. Ich glaube, dass der ziemlich komplex ist, dieser Mais Plus Mod. Es geht eigentlich. Also, wenn man weiß, wonach man suchen muss, kommt man relativ gut ran. Vor allem, ich guck's mir mal an. Vor allem, was ich mich noch frage, wie macht man denn Mais, also Mais-Silage-Spalten? Du machst den Mais, also Frischmais, häckselst du, kippst ihn in den Silo und fährst dann mit der Ballenbrüste drüber. Ach du Scheiße. Okay. Nee, wieso? Das ist so. Nee, ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. So, willst du Mais-Silage Ballen machen? Ich habe nur gesehen, dass das in der Spalte drin war. Mais-Silage. Ja, Mais-Silage mach mal im Silo, ganz normal. Ja, aber wenn du daraus Ballen machen willst, deswegen habe ich mich nicht gewundert oder nicht gerade klar, wie das funktioniert. Ach so, jetzt weiß ich, warum du Mais-Silage machen willst. Ich will keine Mais-Silage machen. Ich fange nicht an, alle Wiesen umzugrubbern. Vergiss es. Das funktioniert nicht. Ja, okay, alles klar. Tschüss. Nee, euch. Gucken wir uns an. Kriegen okay. Wir hin. Ja. Wir bringen es zur BGA. Hoffentlich ist das ein guter Trio. Einfach stehen lassen. Einfach stehen lassen. Ich denke mal, also. Sonst kannst du ja mal, wenn du oben bist, Paul fragen, ist ja kein Problem. Willst du mal kurz hier übernehmen, Maschira? Ja, können wir machen, ja. Weil dann würde ich mal ganz kurz in den Unimog reinhüpfen. Und würde mal unser Getreide noch verkaufen, weil dann können wir uns nämlich den Drescher holen, weißt du? Weil dann haben wir das nämlich auch gemacht, weil... Dann haben wir noch was anderes... ...gemacht. Ich glaube zumindest, dass wir noch ein bisschen Silage hier rumstehen hatten. Ah, nicht Silage, sondern... ...dass wir noch ein bisschen Getreide im Lager hatten, glaube ich. Da-da-da. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich jetzt beide Anhänger benötige, aber ich fahre einfach mal mit beiden. Sieht besser aus. So, Weizen, 20.000 Liter. Wo bekommen wir denn nicht am meisten für Weizen, bevor ich da jetzt großer liege? Beim Landhandel. Na, guck mal. Kriege ich das vorne drauf auf die... Also ich lasse die einfach zusammen, ist egal. So, 700 Liter. Jawohl, passt. Nehmen wir mit, dankeschön. Also ich habe eine Fliege bei mir, ne? Die krabbelt gerade über den Bildschirm. Und die saß gerade auf der Ladefläche von meinem Unimog. Ich werde dann aber gleich den Unimog mit den Anhängern da unten stehen lassen, beim Feld 4. Da haben wir ja genug Platz. Weil dann können wir da schon mal dann gleich abtanken, wenn es soweit ist. Oh, da kommt irgendwas entgegen. Der Ron fand Stäben. Alter, fährt voll unser Getreide kaputt. Das gibt eine Anzeige. Alter, ich sollte nicht so schnell um die Kurve fahren. Das geht einfach nicht gut auf Dauer. So, wir haben jetzt 12.30 Uhr. Beide Felder sind fast fertig oben. Dann haben wir auch das obere Feld, das ist ungefähr 13.30 Uhr. Und die ganzen Hoffelder. Okay, dafür, dass wir später begonnen haben, wären wir ziemlich zeitig fertig, glaube ich. Ich denke auch.
das freut mich sehr. Wie viel kostet der neue Drescher? Ich glaube 202. Es wird wie immer nicht. Aber ist egal. Da fahre ich dann ein bisschen weg. Hallo. Hallo? Ich hätte mal so eine Frage. Ja, bitte. Was ist denn jetzt aus dieser ganzen Geschichte so geworden? Ja, man hat sich ahnungslos gestellt. Okay. Und man hat gesagt, man schaut sich das nochmal an. Okay. Was mir jetzt in dem Moment nicht viel bringt, aber naja. Frage, die sich mir gerade so stellt, ist, wenn wir unsere Visageballen oben bei der BGA verkaufen, dann bekommen wir ja zumindest theoretisch den 500-Euro-Preis. Richtig. Pro Ton. So werden wir das jetzt auch machen. Ja, ja, das ist die Konsequenz quasi daraus. Ja. Weil, Hallo. Hallo. Haben oder nicht haben, ist halt die... Das ist halt die Geschichte, ja. Also, die Frage ist halt, ob man jetzt noch eine Gutschrift rausbekommt oder nicht. Wie ist jetzt unser Standpunkt? Also der Standpunkt ist, ja, hat man nicht gewusst, schaut man sich an. Mhm, mhm. So, das hilft mir jetzt in dem Moment nicht weiter. Nee, uns fehlt die Kohle. Ja, klar, kenne ich irgendwoher. Also das ist bei uns genau das Gleiche. aber... Ron, frag doch am besten den Paul, ob er uns einen Gutschein gibt. Ja, weil für uns, wir haben, glaube ich, jetzt 3 Touren weggefahren. Das waren, glaube ich, 9.000 pro Tour, die uns fehlen. Mhm. Ja, dann werden wir ihn mal befragen gehen. Ja, frage gehen wir mal, ob wir da was bekommen. Und wenn du schon mal oben bist, frage bitte für mich auch, wenn das geht, wo wir die Silageballen oben hinpacken sollen. Sollen wir die einfach in unsere Bucht reinpacken und der macht das dann offline, oder? Wie funktioniert das? Ja, fragen wir danach. Das wäre super nett. Aber mach ein bisschen ernst, Ron. Ja, ich mach. Der kann das. Richtig Druck. So richtig so, ne? Also, gut. Also, okay, das mit der PKA ist, glaube ich, so geregelt, ihr müsstet euch einmal aufschreiben, wie viel Kubikmeter ihr da reinpackt. Ja. Und ja, wir haben schwarze Ballen, von daher. Genau. Dann wird das quasi manuell berechnet. Also, ja. ihr sagt, ich habe 20 Ballen reingetan, dann wird das halt in Kubikmeter umgerechnet, dann kriegt ihr halt dann dementsprechend vom Maschinenring dann... Ja, Simon, du faules Stück! Magst du jetzt mal wieder was arbeiten? Hallo! Quatschen können wir auch unten arbeiten. So ist richtig. Wir müssen Kohle machen, Alter. Ja, gut. Du solltest Paul Druck machen. Geh da mal Druck machen, du hast nicht mehr lange Zeit. Ja, ich geh mal. Ja. Komm, Simon, komm. Ja, jetzt soll ich mitkommen. Ja, komm mit. Okay, tschüss. Dann. So, das ist gemacht. Okay, ich könnte den jetzt holen. Gut, dann haben wir unseren Teil schon mal erfüllt, Marschierer. Wir haben halt noch knappe 860 Euro noch, aber gut. Du. Ach was, hier liegen noch ein paar Ballen. Drescher ist Drescher, ich sag mal, wie es ist. Die Frage, ob die noch oben beim Arbeiten sind oder ob die jetzt schon fertig sind beim Dreschen, weil dann würde ich gleich das Schneidwerk holen oben. Dann fahre ich den New Holland schon mal Richtung BGA. Das kann ich auch gleich machen, ich habe gleich keine Arbeit mehr. Ja, du kannst ja den... Ne, den Grund habe ich jetzt 3 Folgen gefahren. Ich glaube, die Leute haben genug davon. Ja gut, dann lass es stehen, da stehen. Lass mal stehen. Den mache ich dann gleich um. Die reden ziemlich lange da oben. Also so problemlos wird das wohl nicht sein, glaube ich. Guten Tag, die Herren. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ich wollte mal horchen, wie das allgemeine Wohlbefinden ist. Scheiße. Moment, das kann man so nicht sagen. Ich finde kein anderes schönes Wort dafür. Okay, warum? Was ist denn los? Wir wurden beschissen. Warum? Weil uns gesagt wurde, ich habe am Anfang gefragt, was ändert meist Plus? Da wurde uns oder mir gesagt, eigentlich nichts.
Ja, war ich dabei, ja. Ja, und jetzt bekommen wir für den Silageballen um einiges weniger, als wie wir vorher bekommen hatten. Weil? Weil jetzt als Gras-Silage abgerechnet wird und nicht mehr als normale Silage. Das ist mir tatsächlich vorhin gar nicht aufgefallen, ja. Aber das könnte tatsächlich auch bei uns ja der Fall da gewesen sein. Da fehlt Geld. Ich... Und das ja, Moment, ist nicht wenig. Was ist denn Gras-Silage? 460 oder sowas. Ganz hinten Gras-Silage. Ja, super. Wir haben es beim Viehhändler verkauft für, ich weiß nicht, ja, ja, okay. Wir auch. Und das sind 100 Euro pro 1000 Kilo. Das sind 400 Euro pro Ballen. Jetzt rechne das mal drei Wagen. Ja, auch 400 Euro pro 1000 Liter. So, quasi. Das ist ja genau das. Ja, und okay. Und da bin ich ein bisschen, ja. Da trifft Scheiße doch ganz gut. Ja, kann ich verstehen. Betrifft uns tatsächlich auch. Jetzt ist die Frage, sind die Preise der BGA immer noch aktuell, ja, dass wir da durchgehend 500 bekommen? Ja. Okay, ja, dann für die Zukunft eher jetzt echt ärgerlich, weil wir haben da auch einen Haufen Zeug verkauft, die 60.000 Liter. Ja, eben. Ja, haben wir wieder was gelernt. Hat sich schon gelohnt, der Besuch? Der lohnt sich doch immer. Ja, vielleicht kann ich auch die Stimmung heben, weil deswegen komme ich eigentlich. Ich bin so in den letzten Bahnen unseres Feldes. Ja. Braucht ihr den Mähdrescher noch? Oder habt ihr schon das Schneidwerk plus den New Holland vom anderen Team bekommen? Also wir haben tatsächlich den Drescher. Ja. Aber das Schneidwerk dazu nicht, weil das Schneidwerk hat nämlich Paul und Paul ist noch am Arbeiten. Hallo? Hallo. Hallo. Guten Tag. Also ich habe jetzt mal freundschaftlich gefragt. Ich habe gefragt für einen Freund, ne? Ja, okay. Also wir sollen aufhören, Mimimi zu machen. Das alles? Das von dieser Mimose da. Also die... Es ist wirklich so, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Also natürlich müssen wir jetzt ausprobieren, ob der da oben die Ballen frisst. Ja. Falls er sie aufnimmt, aufschreiben, wie viele Ballen wir halt reingeschmissen haben, weil jeder Ballen hat ja 4000 oder 4 Kubikmeter. Ja. Aufschreiben und später kommunizieren, dann wird das ganz normal dann halt gut geschrieben. Okay. Ja, gut. Gut, es gibt ja hier nur pinke und schwarze Ballen. Ja genau, wir haben die pinken, wir haben sie bewusst pink gewählt. Ja, wir haben sie wieder schwarz gemacht, damit wir das unterscheiden können. Nee, das passt doch perfekt. Gut, ja. So. Die Folge ist eigentlich schon zu Ende, ne? Ich weiß. Ja, wollte ich bloß mal sagen. Ja. Wollen wir zusammen abmoderieren? Ja, willst du heute machen, ich habe halt keinen Bock. Na, ich habe auch keine Lust. Ich lass Simon machen. Simon kann das mittlerweile gut. Simon kann das? Ehrlich? Simon, zeig mal. Aha. Nein, ich kann das nicht. Los, Simon. Ich kann nur Hallo und Tschüss sagen. Ja, Tschüss ist ein bisschen wenig. Also gut. Ja, ihr Lieben, da war's das mit der Folge für heute. Das Chaos ist perfekt, keiner kennt sich mehr aus. Wir mimimine rum. Ja, und ihr könnt auch mal schreiben, was ihr davon haltet. Schaut doch gerne mal die Kollegen vorbei auf den ihren Kanälen. Und in diesem Sinne sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir sind raus, macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.